Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, heute zu einer neuen Ausgabe meines Formats Filme geschaut und beurteilt. Hier stelle ich euch regelmäßig die Filme vor, die ich in den letzten Tagen und Wochen geschaut habe. Und am Ende der Vorstellung gebe ich jedem Film eine Punktbewertung auf einer Skala von 1 bis 10. Sprich, ein Punkt, eine Kaffeebohne, steht für grottenschlecht, möchte ich nie wieder sehen. 10 Punkte, 10 Kaffeebohnen stehen für absolut top. Klassikerwürdig, kommt mir immer wieder in den Player. Ich war begeistert. Und am Ende des Videos bin ich wie immer gespannt auf eure Kommentare hier unterhalb des Videos. Lasst es mich wissen, kennt ihr die Filme? Wie ist eure Meinung dazu? Lasst uns in einen regen Austausch gehen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, holt das doch bitte einmal ganz kurz nach und aktiviert auch das kleine Glöckchen, denn dann entgeht euch keines meiner Videos zukünftig mehr. Leute, Schluck Kaffee vorweg und wir fangen sofort an. Und tatsächlich haben wir heute wieder eine bunte Mischung dabei. Wir haben Abenteuer dabei. Wir haben tatsächlich Weihnachtsfilme dabei, weil wir Weihnachten hatten im Dezember. Selbstverständlich habe ich da auch im letzten Monat Weihnachtsfilme geschaut. Wir haben dabei einen Western. Wir haben dabei B-Movie, Fantasy, Trash. Wir haben natürlich wie immer dabei am Ende des Videos die Filmgurke dieses Videos. Ein Film, der mich schon wieder ratlos und absolut sauer zurückgelassen hat. Wie kann es Leute geben, die solche Filme gut finden? Ich verstehe es nicht. Gut, wir gehen hinterher in den Austausch. Wir fangen aber an mit einem ganz anderen Film. Ein Film von 1965, der eben angekündigte Abenteuerfilm, ist mal wieder bei mir im Player gelandet. Ich hatte ihn früher auf VHS-Videokassette, dann hatte ich ihn auf DVD und dann habe ich ein Upgrade, ein Update gemacht auf Blu-ray. Die Rede ist von dem Flug des Phönix. Da sehen wir es, Starbesetzung, Starpower in diesem Abenteuerfilm-Klassiker von 1965. Mit an Bord in einem Flugzeug sitzen James Stewart, Hardy Krüger, Richard Attenborough, Peter Finch und Ernest Borgnine, um nur einige zu nennen. Es sind noch ein paar mehr dabei. Worum geht es in diesem Abenteuerfilm? Es geht um Männer, die in einem Flugzeug sitzen, habe ich gerade gesagt. Die meisten dieser Männer arbeiten tatsächlich für irgendeine Ölgesellschaft. Und nun fliegen sie mit irgendeiner schepprigen Klapperkiste da über die Wüste hinweg. Als Pilot ist dabei James Stewart, ihr seht ihn da. Und sein Co-Pilot ist Richard Attenborough, der so ein leichtes Alkoholproblem hat. Jetzt geraten die in einen Sandsturm. Der Flieger macht den hier. Mitten in der Wüste stürzen sie ab und mit dem Flieger werden sie nie wieder aufsteigen können und sitzen hinter so einer Sanddüne fest. Mitten in der Wüste. Sie sind auch noch ungefähr 150 Kilometer oder Meilen irgendwie so vom Kurs abgekommen und jede Hoffnung auf irgendwie Hilfe ist dahin. Diese Männer sind jetzt auf sich selbst gestellt. Um sie herum nur hunderte und tausende Kilometer Wüste und nur noch Lebensmittel und Wasser für eine begrenzte Zeit. Und daraus entspannt sich ein toller Abenteuerfilm. Tatsächlich ein Film, bei dem ich wieder mal sagen muss, warum gibt es solche Filme heutzutage nicht mehr? Ja? Die Grundidee ist doch absolut genial, wie auch einfach. Mit verschiedensten Charakteren vollgepacktes Flugzeug stürzt in einer Wüste ab, Hilfe ist nicht in Sicht und nun müssen die Männer versuchen zu überleben. Ja? Das ist praktisch die Grundhandlung dieses Films. Und dann ist es einfach so, dass einer in dieser Männerschar, nämlich Hardy Krüger, der den Dorfmann spielt, Herrn Mr. Dorfmann, ja, ein Deutscher, der gibt vor, Flugzeugkonstrukteur zu sein und er sagt dann irgendwie, ich kann aus diesem Schrott, der jetzt hier noch übrig ist von dem alten Flugzeug, kann ich tatsächlich Werkzeuge herstellen, irgendwelche Winden, mit denen wir arbeiten können und dann stellen wir ein neues Flugzeug her, mit dem wir dann zurück in die Zivilisation fliegen. Das Ding geht 2,5 Stunden knapp und die Spannung entspinnt sich nicht nur daraus, dass die Männer jetzt da irgendwo in der Wüste abgestürzt sind und wir immer denken, Mensch, was passiert jetzt? Wie kommen die da wieder raus? Es gibt dann tatsächlich auch irgendwelche Fremden, die auf Kamelen hinter dieser Sanddüne längs reiten. Dann fragen die sich irgendwie, können wir denen vertrauen? Sollen wir uns erkenntlich zeigen? Also sollen wir uns zu erkennen geben? Dann geben sie sich zu erkennen, dann wird es dramatisch. Nebenbei bauen sie immer weiter dieses Flugzeug, sondern die Spannung entspinnt
erkennt sich auch aus der Unterschiedlichkeit der verschiedensten Charaktere. Also James Stewart ist so ein alter, knochiger Kapitän, der sich eigentlich nicht viel sagen lassen will. Dann haben wir dann Hardy Krüger, der scheinbar viel von Flugzeugbau versteht und dann in Autoritätskämpfe mit James Stewart natürlich verwickelt ist. Dazwischen ist dann immer wieder auch der Co-Pilot, der wie gesagt immer mal wieder gern zur Flasche greift. Und dann haben wir noch verschiedenste andere Charaktere dabei. Ein unglaublich toller, spannender Film. Und ich habe es eben schon angedeutet, wo sind diese Filme heutzutage? Eine einfache Idee, spannend erzählt, du brauchst kein großes Brumborium, du brauchst keine riesigen Effekte, du brauchst keine wuchtigen Bilder. Es reicht, so etwas zu schreiben als Drehbuchschreiber und super zu inszenieren als Regisseur. Das Ganze unterlegt mit einem tollen Soundtrack und natürlich in Hauptrollen richtig geile Stars. Der Flug des Phönix hat mich einfach nur gepackt und gefesselt, wie schon immer. Ja, es war jetzt nicht eine Erstsichtung, sondern ich glaube, ich habe diesen Film schon 20 bis 30 Mal in meinem Leben gesehen. Und jedes Mal wieder finde ich die Erzählweise des Films grandios. Wirklich, es gibt fast keinen Soundtrack, musikmäßig. Ja, wir hören ein Lied aus einem Radio, Connie Francis singt. Ganz toll, melancholisch, stimmungsvoll. Wir haben einfach das Gefühl, wir sind auch raus aus der Zivilisation gerissen mit diesen Männern. Wir sind irgendwo im Nirgendwo in der Wüste. Ja, grandios, grandios. Einfach erzählte Handlung mit tollen Charakteren, Star Power dabei. Das reicht für mich für einen super spannenden Film. Und derjenige von euch, der diesen Film noch nicht gesehen hat, ich lege ihn euch ans Herz. Es ist eine Abenteuerperle. Ihr seht vorne drauf Hardy Krüger und ihr seht James Stewart. Da unten seht ihr das Flugzeug und einige der anderen Mitglieder, die mit abgestürzt sind in dieser Wüste. Cover finde ich gar nicht so schlecht und gar nicht so verkehrt. Ja? Besser als so manches Photoshop-Cover. Auf der Rückseite sehen wir dann eine Szene aus dem Film. Scheinbar ist das dieses neu zusammengesetzte Flugzeug. Und vom Innen haben wir eine nicht besonders hübsch bedruckte Blu-ray. Extras sind keine drauf. Hier geht es mir nur um den Film. Ja, und der bekommt von mir 10 von 10 Kaffeebohnen. Ein absoluter Klassiker, einer meiner Lieblingsfilme, Leute. Dann war ja die Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit guckt man ja normalerweise auch Weihnachtsfilme. Bei mir sind es tatsächlich fast immer die gleichen Klassiker, die dazugehören. Es gibt mittlerweile verschiedenste Klassiker zu Weihnachten, so wie zum Beispiel Das Wunder von Manhattan, habe ich noch nie gesehen. Oder Ist das Leben nicht schön, hier mit James Stewart. Dann gibt es Action, Stirb langsam zu Weihnachten, ja, Kevin allein zu Hause. Und in den Komödiensektor gehe ich auch, und das schon seit Jahren, ich glaube seit 20 Jahren, gucke ich jedes Jahr diesen Film zu Weihnachten, eine Komödie im Stil von Oliver Hardy und Stan Laurel, nur auf modern irgendwie. Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Oder Alternativtitel Hilfe, es weihnachtet sehr. Worum geht es in diesem Film? Ich glaube, muss ich das überhaupt noch irgendjemandem erzählen? Ich glaube, jeder Klassiker- und Retro-Fan und auch Weihnachtsfan weiß, worum es in Schöne Bescherung geht. Es geht um die Familie Griswold, die wir auch schon aus den Filmen kennen. Die schrillen Vier auf Achse und Hilfe, die verrückten Amis kommen. Hier ist es so, dass das Oberhaupt dieser Familie, Clark Griswold, gespielt von Chevy Chase, das perfekte Weihnachtsfest für die Familie machen möchte, in seinem Haus. Das heißt, er lädt Verwandtschaft ein, es kommen seine Eltern, es kommen die Eltern seiner Frau, er will das ganze Haus irgendwie von außen schmücken mit Millionen an Lichtern, haben wir irgendwie das Gefühl, und daraus entspringt sich einfach, ich kann es nur so vergleichen, so ein Ding wie früher Dick und Doof. Ja, Dick und Doof oder wie man besser sagt, Stan Laurel, Oliver Hardy, wer jetzt nichts mit Dick und Doof anfangen kann, weil das ja wieder wahrscheinlich diskriminierend ist, wenn ich sage Dick und Doof. Ja, wir haben früher Dick und Doof gesagt, wir leben auch noch. Tatsächlich ist das ähnlich aufgezogen. Ja, es ist so episodenhaft. Dann verkabelt er sein Haus, das ist eine Episode. Dann kommt sein Cousin Eddie um die Ecke, gespielt von Randy Quaid, dem Bruder von Dennis Quaid. Der spielt diesen leicht asozialen Cousin mit seiner Familie. Das ist so eine Episode. Dann gibt es noch so eine Schlittenfahrt in so einem Wok. Das ist eine Episode. Dann kommt der Heiligabend und das Essen, das ist eine Episode. Und diese Episoden sind geschickt aneinandergereiht, wie früher so diese Slapstick-Dinger von Oliver Hardy und Stan Laurel zum Beispiel. Oder diese, kennt ihr das noch, Schwarz-Weiß gab es in meiner Kindheit immer, Klamottenkiste hieß das. Klamottenkiste waren so Schwarz-Weiß-Slapstick-Dinger, die gab es dann immer im Vorabendprogramm. Und ähnliches ist hier allerdings moderner und in Farbe.
Und das gesamte Weihnachtsfest geht natürlich schief, die Verwandtschaft nervt nur, die Beleuchtung funktioniert nicht und Chevy Chase, Clark Griswold, steht relativ schnell unter Strom. Also, was schief gehen kann, geht in diesem Film schief. Trotzdem macht der Spaß, gerade weil permanent alles schief geht. Der Film versteht es, mich immer wieder zum Schmunzeln zu bringen, nicht unbedingt mehr zum Lachen. Das hatte ich früher, als der Film noch relativ neu war. Wenn du ihn jedes Jahr guckst, dann sitzt du da und lässt dich gut unterhalten und schmunzelst trotzdem die ganze Zeit. Wir haben einen Chevy Chase dabei, wir haben eine Beverly D'Angelo dabei als seine Frau Ellen, wir haben eine ganz junge Juliette Lewis dabei als seine Tochter und wir haben einen Johnny Galecki dabei, auch in ganz jung. Und Randy Quaid hatte ich schon angedeutet. Einfach fantastisch, wie er hier diesen asozialen Cousin Eddie gibt. Wunderbar, ein toller Film. Mit übrigens auch einem super weihnachtlich gestimmten Soundtrack dabei. Allein schon die Anfangscredits, die wie ein James-Bond-Vorspann sind, in Zeichentrickform, allerdings für die chaotische Komödie von Clark Griswold. Schöne Bescherung bei mir tatsächlich, immer wieder ein Player. Mir ist aber jetzt beim letzten Sichten aufgefallen, sprich vor Weihnachten, dass ich ihn, glaube ich, zu oft gesehen habe. Deswegen wirkt er nicht mehr ganz so frisch. Du weißt irgendwie alles, was kommt als nächstes, wie sind die Dialogzeilen, die als nächstes kommen. Ja. Und ich habe mir jetzt so beschlossen, ich glaube, ich werde ihn in diesem Jahr 2023 einmal aussetzen. Genial ist auch das Cover vorne drauf. Chevy Chase. Clark Griswold steht unter Strom, seine Weihnachtsmütze fliegt ihm vom Kopf, die Haare stehen ihm zu Berge, die Geschenke fliegen auch irgendwo hin, während er auf diesem Dach steht. Einfach nur ein geil gezeichnetes Cover. Auf der Rückseite haben wir ein paar Szenenfotos, wobei dieses hier vom Anfang stammt, wo sie bei einem Weihnachtsbaumverkauf sind, den es im Film nie gibt, eine geschnittene Szene. Ich meine, das ist auch irgendwie seltsam, ja. Da kriegst du hier einen Film, da sind hinten drauf drei Bilder drauf von dem Film. Und eins davon kommt im Film nicht vor, aber es wurde scheinbar gedreht. Hätte man da nicht ein anderes Foto drauf machen können? Egal. Da kommt wieder der kleine Filmsüchtling durch hier bei mir. Von In Chevy Chase auf der bedruckten DVD. Ja, ich bin da ja so ein Korinthenkacker auf Deutsch, das wollte ich sagen. Kleiner Korinthenkacker, der ewig die Rosinen sucht, die er rauspicken muss, was so Mist ist. Ne? Ich meine, das ist genial und auf der Rückseite drucken sie ein Foto rauf, nämlich das, was im Film nie vorkommt. Da hätte man noch eins von den 1000 Szenen nehmen können, die es noch gibt im Film, oder nicht? Ja, egal. Schöne Bescherung, Chevy Chase. Ja, ein bisschen zu oft gesehen, nicht jeder Gag zündet, bekommt von mir 8 unterhaltsame Kaffeebohnen von 10. So, und dann wollte ich einen Film mir anschauen, der bei mir immer wieder für ein Lächeln sorgt. Kennt ihr das? So Filme, wo man sagt, die sind unterhaltsam und teilweise auch wirklich witzig, aber es sind keine Filme, wo man sich drüber totlacht, sondern es sind so Gute-Laune-Filme. Filme, wo du irgendwie erst nach dem Ende des Films merkst, irgendwas tut hier weh. Das sind die Wangen, weil man die ganze Zeit geschmunzelt hat während des Films. Und so einen Film habe ich mir dann tatsächlich auch angeschaut und auch der kommt jedes Jahr vor Weihnachten in den Players. Für mich ein moderner Weihnachtsklassiker. Einfach nur genial. Tatsächlich Liebe von 2003. Also tatsächlich ein Film über die 2000er, den ich sehr, sehr gut finde. Ja. Tatsächlich Liebe, worum geht es? Es gibt im Grunde keine Grundhandlung, sondern es ist ein Episodenfilm. Es spielen unglaublich viele Stars mit in verschiedensten Episoden. Mal zum Nachdenken, mal witzig, mal dramatisch, mal ein bisschen traurig, aber immer mit einer Prise irgendwie Humor dabei. Also die Filmmacher hier, ja, die wissen ganz genau, wie sie so einen Film drehen müssen. Der Regisseur ist Richard Curtis gewesen und der hat unter anderem auch 4 Hochzeiten und ein Todesfall gedreht oder Notting Hill, also auch absolute Gute-Laune-Filme. Ja, und er weiß ganz genau, wie er das inszenieren muss. Er zeigt uns eine lustige Episode, dann kommt eine dramatische Episode, dann wieder etwas Lustiges, also das Lustige und Witzige überwiegt immer, dann kommt etwas Trauriges, dann wird's wieder lustig. Und das Gute dabei ist, all diese Episoden verweben sich im Film zu einem und es hängt alles irgendwie zusammen. Und das Ganze mit unglaublich vielen Stars. Hugh Grant ist dabei. Colin Firth ist dabei. Emma Thompson ist dabei.
Alan Rickman ist dabei, der halbe Cast von Harry Potter scheinbar. Liam Neeson ist dabei, Keira Knightley ist dabei, Heike Makatsch, eine Deutsche, ist dabei, Bill Nighy ist dabei, Rowan Atkinson als Mr. Bean, also der Mr. Bean-Darsteller ist dabei, nicht als Mr. Bean, aber als Schmuckverkäufer in einer der besten Szenen des Films. Wir haben Cameo-Auftritte dabei von Claudia Schiffer, Denise Richards. Leute, und das ist so ein Film, den guckst du dir an, der geht 130 Minuten. Den guckst du dir an und du hast permanent ein Wohlfühllächeln auf den Lippen, auf den Gesichtszügen. Ein Film, der Spaß macht aufgrund dieser Episoden, die alle ein bisschen anders daherkommen, als es am Anfang scheint. Man denkt immer, ach, das geht jetzt bestimmt in die und die und die Richtung. Und so ist es gar nicht. Es entwickelt sich komplett anders teilweise, als man das tatsächlich denkt. Wirklich ein toller, moderner Weihnachtsklassiker, tatsächlich Liebe. Bei mir jedes Jahr wieder im Player. Und ihr seht hier auch das Cover, dieses Geschenk mit den Fotos Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley, Heike Makatsch, Rowan Atkinson, Bill Nighy. Dann haben wir auf der Rückseite noch ein paar Fotos. Einfach schön steht hinten drauf. Also dazu kann ich auch wirklich nichts anderes sagen. Es ist einfach schön. Dieser Film ist einfach schön. Ja, das ist Herzwärme. Der wärmt mein Herz. Man sieht es auch auf der DVD, ja. Herz, bedrucktes Herz. Das ist ein toller Film. Tatsächlich Liebe. 10 von 10 Kaffeebohnen für mich. Leute, gebt diesem Film nächstes Jahr, dieses Jahr, Weihnachten eine Chance. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet, ja. Dann habe ich mir einen Film reingepfiffen, dann war es schon nach Weihnachten. Und zu Weihnachten hatte ich euch in meinem XXL-Film-Update für meine Filmsammlung vorgestellt, ein Mediabook, hatte Bock auf Western und hatte Bock auf Weites Land. Ich zeige euch dieses schmucke, Mediabook für unter 20 Euro gleich näher. Weites Land. Muss man überhaupt etwas zu diesem Western-Klassiker von 1958 sagen? Ich glaube ja. Weil ich habe ja tatsächlich auch viele junge Zuschauer, die diese Filme vielleicht noch nicht kennen. Weites Land ist ein 170 Minuten riesiges Epos. Es ist allerdings kein Western-Epos, bei dem permanent geballert wird. Worum geht es in Weites Land? Es geht um James McKay, gespielt von Gregory Peck, ein zivilisierter Mann, ja, der in den wilden Westen kommt, so per Kutsche, ja, weil er da ein Mädel heiraten will. Er will ein Mädel heiraten, und zwar Pat. In die hat er sich verliebt irgendwann mal in der großen Stadt. Er reist jetzt in den Westen dahin, um sie weiter kennenzulernen und auch ihre Familie, die Familie Terrell. Ja, er ist so, der Vater ist so ein Major, so ein General, Major Terrell, der auf so einer einsam gelegenen Farm irgendwo nirgendwo lebt. So, er reist da jetzt hin, und neben den Terrells gibt es dort auch noch eine andere Familie, nämlich die Hennessys. Die wohnen dann in so einem Tal zwischen so Klippen und so in den Bergen. Und diese beiden Familien leben in Zwietracht, ja. Da gibt es so einen Fluss, und dann machen sie sich diesen Fluss streitig. Die sagen, du darfst da nicht an den Fluss. Die sagen, du darfst da nicht an den Fluss. Es gibt also immer wieder Fäden zwischen diesen beiden Familien, den Terrells und den Hennessys. Jetzt ist Gregory Peck da als James McKay. Und das ist ein Charakter in einem Western, der komplett anders ist als alles, was ich bis vorher gesehen habe in anderen Western. Denn dieser Mann verweigert Gewalt. Selbst als er von den Hennessy-Brüdern drangsaliert wird, verweigert er sich zu wehren. Er lässt es mit sich machen und setzt auf Kommunikation. Er ist der Ansicht, es lässt sich alles durch Reden, Kommunikation und Kompromisse lösen. Das findet seine zukünftige Frau nun überhaupt nicht so gut. Die Pat, die sagt, du bist ein Feigling, du musst dich dem stellen. Und auch der Vater von ihr und überhaupt alle, die da auf dieser Ranch sind, einschließlich Charlton Heston, der hier den Verwalter Steve spielt, sagen, er ist eine Luschi, ein Wattebällchen, ja, ein Feigling. Und er ist aber immer wieder so weit und sagt, nein, ich muss mich nicht wehren, und ist dann irgendwann enttäuscht. Er ist dann irgendwann enttäuscht, und nach muss er sich dem Westen und den rauen Sitten dort stellen, Leute. Und was für ein toller Western, wo immer wieder durchklingt, Leute, lasst Gewalt, wir schaffen das, indem wir miteinander sprechen und Kompromisse eingehen. Man muss nur in der Lage sein, Brücken zu bauen und nicht Brücken einzureißen. Ein toller Film, wieder mit Starbesetzung. Ich sagte es schon, Gregory Peck ist dabei. Wir haben aber auch dabei eine Gene Simmons,
Die spielt die Julie. Jean Simmons kennen vielleicht noch welche aus der 80er-Jahre-Serie Fackeln im Sturm. Da spielt sie die Mutter von Ori Main, Patrick Swayze. Wir haben dabei eine Carol Baker. Sie spielt die zukünftige Braut, Pat, von Gregory Peck. Kommt es zu der Hochzeit? Unterschiedlicher könnte man nicht sein. Er sagt, ich will keine Gewalt anwenden. Seine Braut sagt, ein junges Mädel, du bist dann aber ein Feigling. Also diese ganzen Spannungen sind wirklich interessant in diesem Film, in diesem überbreit gefilmten Film, passend zu dem Titel Weites Land. Und wir haben dabei einen Charlton Heston, der ist eifersüchtig auf Gregory Peck, ja, weil auch Charlton Heston will was von Pat Carroll Baker hier und der will sich immer prügeln mit ihm und Gregory Peck sagt immer nein. Ein Gentleman prügelt sich nicht und das kriegen wir anders hin. Ja? Also, ein ganz, ganz toller Film. Es geht eigentlich um diese ganzen menschlichen Konflikte zwischen Gregory Peck und seiner zukünftigen Braut, aber auch dann dem Vater und dem Verwalter, dann zwischen den beiden Familien, den Hennessys und den Terrells. Ein riesiger Film mit einem doch, wie ich finde, überraschenden Ende. Das habe ich so dann nicht kommen sehen. Ja, also wirklich gut. Gut, farbenfroh, überbreit produziert, toller Soundtrack dabei. Und ich habe ihn in diesem schmucken, unter 20 Euro gekosteten Mediabook. Und guckt euch bitte dieses geile Cover an. Guckt es euch bitte an, dieser Schriftzug. Da oben drüber die ganzen Darstellernamen. Dann kommt Weites Land und dann die gezeichneten Hauptfiguren. Einfach nur cool. Einfach nur cool. Weites Land. Auf der Rückseite haben wir diverse Szenenfotos. Wirklich schön. Und tatsächlich habe ich euch ja versprochen, ich zeige euch dieses Mediabook demnächst mal in einem Extra-Video für alle Mediabook-Fetischisten. Ja? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Die immer wieder erregt werden, wenn sie sich Mediabooks gekauft haben. Aber ich finde es ja auch schön. Tatsächlich sind hier diverse Extras drauf. Audiokommentare sind bei, directed by William Wyler, 56 Minuten über den Regisseur, Outtakes zur Doku, Interviews mit Filmhistorikern, Darstellern und Audioaufzeichnungen. Ich kann euch das gar nicht vorlesen. 20-seitiges Booklet da mit drin. Ich kann ja einmal hier so von weit, ja, ich meine, es sieht geil aus. Es sieht so toll aus, ein informatives Booklet. Ich packe es euch demnächst aus. Weites Land mit Gregory Peck, Gene Simmons, Charlton Heston dabei und Carol Baker hält von mir 9 von 10 Kaffeebohnen. Ja, keine volle Wertung, weil ich muss das natürlich auch vergleichen mit anderen Western. Es gibt so ein paar Western, die mich noch mehr packen, aber trotzdem ein tolles Western-Drama, sei jedem empfohlen. Bringt aber ein bisschen Sitzfleisch mit. Leute, der Film ist langsam erzählt. Ja, also er wird nicht gleich geballert. So, und nach so viel ausschweifenden Film. Ich meine jetzt hier tatsächlich, Liebe ging irgendwie 130 Minuten, Weites Land ging 170 Minuten, brauchte ich was Kurzes. Und da habe ich mir was mit 70 Minuten rausgesucht und ich wollte auch nichts mehr, was mich großartig fordert. Und davon habe ich hier genug Trash-Perlen in meiner Sammlung. Also habe ich mir einen rausgesucht und ich stand auf Fantasy. Ich mag das gern, so Fantasy in der Vorweihnachtszeit oder wenn es kälter ist. Auch jetzt noch im Januar, Februar, März auch noch teilweise Fantasy, wo man so in Mittelaltergefilde geht. Conan der Barbar oder irgend sowas. Finde ich immer wieder geil. Gerade in der kalten Jahreszeit. Und ich habe geschaut im Reich der Amazonen. Ja, überhaupt nicht vergleichbar natürlich mit einem Conan der Barbar, aber mitgeschwommen in dieser Barbarenwelt und in dieser Barbarenwelle. Ja, in dieser Welle oder nachdem Conan der Barbar ja in den Kinos kam, ja, da kamen ja so viele B-Movies um die Ecke, die da mitgeschwommen sind. Hier geht es um Amazonen, leicht bekleidete Damen, die sich in Kämpfen mir präsentieren als Zuschauer und nach einem Schwert suchen, denn darum geht es. Ein böser Zauberer überzieht ein Land und ein Volk der Amazonen mit seinen bösen Blitzen und unterjocht sie. Und nun werden zwei Amazonen, leicht bekleidete Damen mit Muckis und Schwert, dazu auserkoren, das Schwert der Weisheit oder Schwert des Lichts irgendwo aus irgendeiner Höhle, aus einem weit entfernten Land zu holen. Und auf der Reise dahin müssen sie einige Abenteuer bestehen, denn nur dieses Schwert kann den Zauberer besiegen, diesen Bösen. Das ist die Grundhandlung. Aber wie toll das umgesetzt ist und wie unterhaltsam, einfach nur toll. Ja, natürlich sind das irgendwelche Darsteller, bei denen du das Gefühl hast, die haben gerade ihren Text vorher gerade gelernt, nachdem sie ihren Kaffee geschlürft haben und vorher nie ins Drehbuch geguckt. Die Kämpfe sehen so choreografiert aus, als hätte ich das mit meinem Nachbarn im Garten gemacht.
Die Gespenster, die im Dämonenwald rumfliegen, sehen so aus, als hätte ich das Bettlaken von meinem Bett oben abgezogen und um irgendwie einen Kürbis geschwungen. Das ist dann der Kopf. Und überhaupt sind die ganzen Effekte wirklich putzig. Typischer 80er Jahre B-Perlen-Trash-Film, der mich einfach nur gut unterhalten hat. Leute, ja, alles sieht billig aus, alles hört sich billig an und trotzdem macht der Film unglaublich Spaß. Ich stehe auf solche Filme und das in knapp erzählten 70 Minuten, ja. Es ist einfach so. Du musst Fan natürlich sein von solchen Filmen, von solchen Trash-Perlen. Ansonsten kannst du es vergessen. Aber wenn du dann ein Herzchen öffnest, dann wird dir ein guter Film gegeben. Ja? Leicht bekleidete Damen und auch leicht bekleidete Männer. Das ist so, als wenn ich hier mich in Badehose in den Garten stelle oder in den nächsten Wald und ich hole mir noch ein paar Mädels dazu, stecke die in Bikini, gebe denen irgendwie so ein Papierschwert und dann sage ich, komm, lass uns mal ein paar Szenen hier drehen. Ja, tatsächlich ist hier einmal die Original-Kinofassung drauf und eine Integralfassung mit nachträglich eingefügten Szenen. Die haben eine grottenschlechte Qualität, also schlechter als der Film sowieso schon ist. Ich gucke ihn immer in der Original-Kinoversion, ja. Was steht drauf? Legendäre 80er-Jahre-Fantasy-Trash-Perle aus der Filmschmiede des Oscar-prämierten Kultregisseurs und Filmproduzenten Roger Corman. Nicht verwechseln, für diesen Film gab es keinen Oscar, ja, es ist nur Roger Corman, der irgendwann mal Oscar-prämiert ist. Im Reich der Amazonen ist ein unterhaltsames Werk für Abenteuer- und Amazonenfans. Also nicht der Online-Versand Amazon, sondern diese Damen, die dort kämpfen, in dem Fantasyland. Wer gerne attraktive Damen in knappen Outfits beim Kämpfen zuschaut, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Ich bin voll auf meine Kosten gekommen. So sieht das Ganze von vorne aus. Ein tolles gezeichnetes Cover. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass diese ganzen Trash-Filme immer so geil gezeichnete Covers kriegen. Irgendwie wird da 100-mal mehr Liebe und Geld und Mühe reingesteckt als bei jedem Blockbuster. Unglaublich. Auf der Rückseite sehen wir ein paar nackte Tatsachen und die kämpfenden Amazonen. Und von innen haben wir die bedruckte Blu-ray. Das war wieder mal schnell zu konsumierende Fantasy-Trash-Kost für mich. Und dafür gibt es 7 von 10 Kaffeebohnen. Kommt immer wieder gerne in den Player. Ja. Und dann habe ich einen Film geschaut, wo ich nicht so genau sagen kann, was ist das für Genre. Ich würde so eingruppieren in Militärdrama. Ja? Ein Film mit Jungstars. So jung habe ich die, glaube ich, noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen. Und die Rede ist von dem Film Die Kadetten von Bunker Hill von 1981. Und ihr seht schon vorne drauf, wer mitspielt. Mit der roten Kappe erkennt ihr ihn. Tom Cruise. Da. Timothy Hutton. Sean Penn, 1981, jetzt könnt ihr mal nach in Wikipedia oder sonst wo gucken, wie alt die sind und dann könnt ihr es mal runterrechnen, also die können nicht besonders alt gewesen sein damals. Worum geht es in dem Film Die Kadetten von Bunker Hill? Es geht um eine Militärakademie für Kinder und Jugendliche. Also irgendwelche Eltern, denen ihre Göhren und Belger auf den Sack gehen, die sagen jetzt, du gehst mal ganz schön weit weg und zwar auf eine Militärakademie. Und zwar werden die dann da gedrillt. Also die werden wirklich gedrillt auf dieses ganze Ding Ehre, Vaterland, Verteidigen, Stolz. Wenn du mit beim Militär bist und dann, die rennen dann da auch rum, die Jugendlichen und Kinder in Uniformen und machen irgendwelche Paraden. Und dann ist es so, dass diese Militärakademie Bunker Hill geschlossen werden soll. Und der Oberheini da, dieser Major, der ist dann wirklich schon gesetzt drin, Alter, so über 60, der sagt immer, wir werden das hier verteidigen und Jungs, wir lassen uns nicht kleinkriegen, die Akademie wird weiter bestehen, sie besteht seit 500 Jahren und sie wird weiter bestehen. Und dann kriegt der einen Herzinfarkt und dann sind diese Jungs da allein. Und dann rückt das Militär an und alles und die Jungs verbarrikadieren sich in dieser Militärakademie. Die stellen Posten auf mit Maschinenpistolen, die riegeln irgendwie den Haupteingang ab, durch die Fenster werden welche Posten aufgestellt, Timothy Hutton spielt irgendwie Morlin, den Obermajor da, der unter den Jugendlichen, der verhandelt dann immer mit der Polizei und dem Militär draußen. Also der Film macht einfach Spaß, hätte ich nicht gedacht. Er fängt ganz ruhig an, er hat so gut wie keinen Soundtrack und hat immer wieder raffinierte kleine Drehbuchwendungen. Ja, weil wir uns natürlich als Zuschauer immer fragen, werden diese Jungs das hinkriegen, ihre Militärakademie zu verteidigen? Und wenn nicht, was passiert denn dann da? Weil das Militär rückt mit ganz schwerem Geschütz an, da werden Panzer vorgefahren und alles. Und am Ende wird es richtig dramatisch.
Wirklich. Der Film hat mich wirklich gefesselt. Er fängt ultra ruhig an und nimmt dann langsam an Tempo auf. Große Action-Szenen gibt es natürlich nicht, denn hier geht es einfach durch diese Frage, wie weit treiben die Jugendlichen es noch und wie weit sind die Erwachsenen draußen in der Akademie zu gehen, wie weit wollen die gehen, daraus kommt die Spannung dann hervor. Ja? Und wie gesagt, was mich fasziniert hat, sind diese Jungschauspieler, allen voran Tom Cruise. Tom Cruise, den du heute kennst als Obergockel in jedem Film, ja, der irgendwie von 150 Minuten Laufzeit, 145 Minuten Laufzeit einnimmt mit seinem Gesicht. Hier kommt er hauptsächlich so am Rande so ein bisschen vor, ja. Also noch lange keine Riesenhauptrolle, wo man sagt, Tom Cruise, das wird der zukünftige Star. Spannend zu sehen, ja. Die Kadetten von Bunker Hill. Der Film war wirklich gut, der Film war vor allen Dingen mal anders von der Handlung her. Komplett anders, also es ist auch dann interessant zu sehen, die dann außen sind, so das Militär, die versuchen dann natürlich so ein bisschen so psychologische Tricks, die holen dann die Eltern von den Jungs und lassen die irgendwie über Mikrofon sprechen draußen vor dem Zaun und ein paar Eltern kommen auch rein und verhandeln dann mit ihm. Toll, toll gemacht, wirklich auch wieder so ein Film, wo ich sage, eine ganz außergewöhnliche Handlung, wo ist sowas heute? Warum lässt sich sowas niemand mehr einfallen? So Filme, wo du wirklich sagst, sowas gab es noch nie und irgendwie habe ich sowas Ähnliches hinterher auch nie wieder gesehen. Die Kadetten von Bunker Hill bekommen von mir 9 von 10 Kaffeebohnen. So, und jetzt sind wir endlich angelangt bei der Filmgurke des Videos. Wie in fast jedem. Jedem meiner Videos gibt es eine Gurke. Immer wieder gibt es einen Film, über den ich stolper, während ich Filme schaue, wo ich sage, nee. Und meistens sind es Filme, die mir von anderen Leuten empfohlen wurden, Filme, die ich von anderen Menschen geschenkt gekriegt habe, Filme, von denen ich vorher noch nie groß gehört habe. Ich muss einmal vorweg sagen, dieser Film war in einem Überraschungspaket eines Zuschauers. Und da möchte ich mich im Vorfeld schon mal entschuldigen für die Review, die jetzt zu diesem Film kommt. Nimm es mir nicht übel, aber ich möchte natürlich ehrlich sein und ich möchte authentisch in meiner Meinung sein. Und selbstverständlich werde ich hier nicht sagen, über einen Film, den ich überhaupt nicht gut fand, dass das ja ein tolles Meisterwerk ist, nur weil mir der geschenkt wurde. Ihr seid ja nicht verpflichtet, mir etwas zu schenken, aber ihr seid verpflichtet, meine Review zu hören zu euren Geschenken. Ja? Es ist ein Film von 2009 und ich hätte eigentlich gewarnt sein müssen, als ich gelesen habe, Regie Guy Ritchie. Oh Gott. Die Rede ist von Sherlock Holmes. Sherlock Holmes! Mensch, den habe ich in meiner Jugend gelesen. Romane, Kurzgeschichten. Der kultivierte englische Detektiv, der in der Baker Street wohnt und mit seinem Kumpel Dr. Watson Kriminalfälle auflöst. Ja? Worum geht es in diesem Film von 2009? Es geht um Sherlock Holmes und Dr. Watson, die einen Ritualmörder zur Strecke bringen. Irgend so ein Lord, kurz bevor der wieder meucheln will. Ja? Dann wird dieser Lord praktisch dieser Morde überführt, wird hingerichtet, der wird aufgehängt. Und dann entspinnt sich daraus ein Fall, denn der Typ entflieht seinem Grab sozusagen, wird wieder gesichtet und Sherlock Holmes und Watson müssen ihn weiterverfolgen, bis sie ihn dann wiederkriegen. Das ist die Grundhandlung dieses Films. Sherlock Holmes wird gespielt von Robert Downey Jr. und Dr. Watson von Jude Law. Wo soll ich anfangen zu motzen? Leute, wo soll ich anfangen zu motzen? Also erstmal. Die Handlung habt ihr verstanden. Ein Lord, der Serienkiller ist, wird hingerichtet, weil man ihn dieser Morde überführt hat. Dann ersteht er von den Toten wieder auf und wird von den beiden weitergejagt. Bis zum großen Finale. So, das ist die Handlung. Sherlock Holmes, ich weiß, er war ein kleiner, seltsamer Vogel, auch in den Romanen. Tatsächlich hat er am Anfang wohl auch Drogen konsumiert. Aber so abgerannt, ranzt. Und heruntergekommen, wie Robert Downey Jr. ihn hier in diesem Film von Guy Ritchie darstellt, habe ich Sherlock Holmes noch nie gesehen. Der liegt irgendwie auf irgendeiner Matratze ewig rum, starrt irgendwie wohin, hat so eine verstimmte Violine in der Hand, ab und zu spielt er da drauf, starrt, sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen, wie so ein Obdachloser. 3-Tage-Bart, zerzauste Haare, auf jeden Fall nicht wie Sherlock Holmes, wie ich ihn mir vorstelle. Das soll ja wahrscheinlich auch nicht so sein, Mr. Ritchie, oder? Sie wollten ja wahrscheinlich wieder ihre Handschrift in einen Film bringen, in einen Stoff, der, wer weiß wie viele Jahre alt ist, Sherlock Holmes, den jetzt schon x-mal verfilmt wurde in Fernsehserien, in anderen Kinoproduktionen, sogar die Hammer Studios haben mit Peter Cushing ein Ding gedreht, Sherlock Holmes.
Aber Guy Ritchie dachte natürlich, das mache ich für das Publikum von 2009. Ich werde Sherlock Holmes einer Frischzellenkur unterziehen und ich werde ihn zu einem Penner stilisieren. So kommt er mir nämlich rüber. Ja, Dr. Watson ist auch noch dabei, Jude Law. Und wir haben auch noch eine Rachel McAdams dabei, aber dazu kann ich gar nicht viel sagen, weil diese Figuren interessieren mich alle einen feuchten Kehricht. Weil Guy Ritchie es nicht hinbekommt, diese Figuren auch nur ansatzweise interessant zu machen. Nein, es ist nicht interessant, wenn Robert Downey Jr. immer nur wie so ein Penner auf einer Matratze liegt, irgendwo im Bett liegt, auf einer Violine vor sich hinspielt, so guckt und irgendwelche möchte gern geistreichen Sprüche von sich bringt. Ja, das ist natürlich auch unglaublich viel unpassender Humor in diesem Film, über den ich niemals lachen kann. Vor allen Dingen zwischen Watson und Sherlock Holmes. Die Sprüche zünden bei mir überhaupt nicht. Jude Law ist für mich völlig verschwendet in dem Film als Dr. Watson. Vollkommen verschwendet. Und Rachel McAdams, die nehme ich überhaupt kaum wahr in dem ganzen Film. Weil Guy Ritchie kriegt es einfach nicht hin. Er überdeckt die Charaktere und auch die Handlung mit so viel Brumborium drumherum, dass mir das vollkommen egal ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn mir Figuren in einem Film vollkommen egal sind. Denn dann gibt es für mich keine Berechtigung mehr, diesen Figuren durch ihr Abenteuer durch den Film zu folgen. Überhaupt nicht. Also das ist ein Problem, ja, wie diese Figuren dargestellt sind. Ein ganz anderes Problem ist natürlich, dass Dr. Watson und Sherlock Holmes jetzt Martial Arts kämpfen. Also die können alles. Street Fight, Kung Fu, Karate, Judo. Die sehen tatsächlich so aus, als hätten sie irgendwie eine Ausbildung gemacht bei den Filmen Karate Tiger 1 bis 10. Jetzt hätten sie sich die ganze Serie durchgeguckt. Tatsächlich ist es auch so, dann kommen da so ein paar Kampfszenen vor und wir hören dann immer schon im Vorfeld, bevor Sherlock Holmes sich mit jemandem prügelt, was er vorhat, dass er irgendjemanden in Solarplexus schlagen will, dann will er ihm den Kiefer brechen, dann will er ihm auf die Ohren hauen. Das Ganze dann in Zeitlupe und dann wird das in Sekundenschnelle tatsächlich gezeigt. Diese Szenen, wenn die beiden kämpfen, haben absolut keine Bewandtnis für die Handlung. Treiben die Figuren nicht voran, sondern sollen nur uns Zuschauer blenden mit cooler und stylischer Action. Was für Dreck. Vollkommen unpassend im London von 1880 oder sonst was. Das geht für mich gar nicht. Ey, Sherlock Holmes und Dr. Watson, die hier den hier machen mit freiem Oberkörper. Wow, wow, wow. Yay, alter Schwede. Wie schlecht. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt und der hat mir den gesamten Filmgenuss verhagelt. Wenn nicht schon die Charaktere so scheiße gewesen wären, wenn nicht schon die Figuren so blöd gewesen wären und die ganze Handlung vollkommen überdecken, was passiert überhaupt? Egal, es pufft an allen Enden und Ecken. Es gibt unglaubliche Action-Szenen. Es gibt, glaube ich, 4 riesige Action-Szenen in dem ganzen Film, die alles erdrücken, die Darsteller praktisch aus dem Film drängen, die so riesig inszeniert sind wieder und die ganze Handlung irgendwie nach hinten kippen lassen und man sich denkt, was ist denn das jetzt hier? Bin ich hier in Fluch der Karibik Teil 2? In irgendeinem Marvel-Abenteuer oder was? Ja, natürlich wollte man da mit rein. Ja? Man wollte so etwas in der Art und in der Weise drehen. Ja, 4 riesige Action-Szenen und was soll ich sagen? Fast alles aus dem Computer. Und ihr wisst, wie ich dazu stehe. CGI-Dreckskäse. Ja, geht gar nicht, Leute. Es gibt eine Szene, ein Faustkampf zwischen Sherlock Holmes und irgendeinem Typen, der so 2 Meter groß ist, in einer Schiffswerft. Und nach haut dieser Typ, der so stark ist, diese ganzen Flöcke weg, worauf dieses Schiff aufgebahrt ist. Und nach kommt dieses Schiff ins Rollen und rollt dann rein in die Themse, in diesen Fluss und richtet ein riesen Chaos an. Alles mit ultraschlechtem CGI. Die Werft ist CGI. Sherlock Holmes ist CGI, wenn er durch die Luft fliegt. Der Riese ist CGI. Das Schiff ist CGI. Das Wasser ist CGI. London ist CGI. Guy Ritchie. Alles falsch gemacht. Super. Klasse. Ich weiß schon, warum ich keine Filme von dir gucke. Dann gibt's noch eine Szene. Eine riesige Explosion und Feuer am Hafen. Auch wieder an der Themse. Da explodiert dann irgendwas und dann wird in Zeitlupe das gezeigt. Wie Watson und Sherlock Holmes so das Feuer, die Explosion. Rechner. Sherlock Holmes, Watson aus dem Rechner.
Rumfliegende Teile von der Wand und irgendwie dem Haus, aus dem Rechner, wie ermüdend, wie langweilig. Wo ist die Story? Wo ist die Tiefe der Charaktere? Ach ja, es soll ja ein Popcorn-Film sein, der soll ja nur Spaß machen. Wieso macht er mir keinen Spaß? Weil er scheiße ist! Weil ich, um Spaß mit einem Film zu haben, keine Effekte brauche, keine riesigen Action-Szenen. Ich brauche interessante Charaktere und eine interessante Handlung. Dann ist ein Film unterhaltsam und spaßig für mich. Dann kommt das große Finale auf so einem Gerüst. Ich weiß nicht, ob das ein Kran ist oder ein nicht fertig gebautes Haus. Ist auch vollkommen egal. Zwischen diesem Lord, der da ja wieder entschwunden ist aus dem Grab und den die ja gejagt haben, und Sherlock Holmes, dann wird sich da oben geprügelt über einer CGI-Stadt London. Die Belichtung für die Darsteller ist vollkommen anders. Die haben hier oben immer so einen weißen Flecken auf dem Kopf, als wenn da die Scheinwerfer vom Studio rauf scheinen. Aber hinten drin sind irgendwie Gewitterwolken, CGI natürlich, und CGI-Regen. Und eine CGI-Puppe fällt dann auch CGI-mäßig runter auf die CGI-Erde. Ultra schlecht, Leute. Ultra schlecht. Lasst es mit solchen Effekten. Das hat mir den Dreiviertel des Films verhagelt. Wenn ich schon die blassen Charaktere und diese vordergründigen Effekte mit dieser Kämpferei mich nicht schon vorher irgendwie völlig gelangweilt zurückgelassen haben. Tatsächlich dachte ich am Anfang, der Film, der wird mich vielleicht packen. Tatsächlich dachte ich früher mal, den hole ich mir in die Sammlung. Weil der Film war ultra erfolgreich im Kino. Der hat sogar noch einen zweiten Teil gekriegt. Ja, ich scheine nicht die Zielgruppe zu sein. Ja, ich scheine überhaupt nicht die Zielgruppe zu sein. Und am Ende ist es dann so, dass es ganz neumodisch, natürlich ganz hektisch sein muss, dass Sherlock Holmes innerhalb von 5 Minuten alles löst, den gesamten Fall. Ja, da werden uns dann Szenen gezeigt aus dem Film, die uns als Zuschauer schon mal gezeigt wurden, die aber mir vollkommen entschwunden sind. Und dann wird gesagt, ja, dies ist das und das. Salpetersäure wurde hier gestellt, da war der und der Mörtel drin. Deswegen habe ich das und das am Rock von dem und dem gerochen. Okay, Leute, ich habe, wie gesagt, selten in letzter Zeit einen schlechteren Film gesehen. Der Film will natürlich viel mehr sein, als er ist. Denn er ist eigentlich nur ein CGI-Action-Gewitterkäse. Ja? Er will aber natürlich Sherlock Holmes und Dr. Watson modernisieren. Hat er für mich nicht geschafft. Für mich hat er die versaut, nicht mehr. Ja? Der Film hat unglaublich viele Probleme. Hektischen Soundtrack, vollkommen falsch dargestellte Hauptfiguren, die mich nie interessieren. Nie. Ja, diese Frau hier, Rachel McAdams, da frage ich mich sogar bei dem zweiten Auftritt nach einer halben Stunde später, ist die schon mal aufgetaucht? Ja, ist sie irgendwann. Vollkommen egal, ob die da mitspielt oder nicht. Dann diese Vordergründigkeit mit diesem Kämpfen und diesen überbordenden Action-Szenen irgendwie und dann auch noch schlechte Effekte dabei, CGI-mäßig. Ja, und damit war eigentlich alles verloren für mich. Ein wirklich schlechter Film. Sherlock Holmes! Ja, und ich hoffe, der liebe Herr, der es mir geschenkt hat, ist jetzt nicht allzu böse. Aber du verdienst einfach eine, hier seht ihr diese hanebüchenen Kämpfe hier mit Sherlock Holmes, der sich aller Fight Club irgendwie prügelt. Ich hoffe, du siehst es mir nach, aber du hast es verdient, eine ehrliche Kritik zu dem Film zu kriegen. Was steht hinten drauf? Der coolste Holmes aller Zeiten. Ja, ganz ehrlich, ich will keinen coolen Sherlock Holmes sehen. Ja? Wenn ich was Cooles sehen will, gucke ich mir John McClane an. Stirb langsam, aber nicht Sherlock Holmes. Witz, Charme und jede Menge Action. Witz hat bei mir nicht gezündet, Charme nirgends vorhanden, nirgends im gesamten Film nicht, und jede Menge Action, das stimmt, Cinema. Also in einem Punkt hat die Cinema damals recht gehabt, jede Menge Action. Allerdings fehlt da das Adjektiv schlechte Action. Das ist nämlich so übertrieben, das ist mit einem Grund auch gewesen, warum ich zum Beispiel Fluch der Karibik 2 nicht mehr weitergucken konnte. Teil 1 finde ich super als Piratenabenteuer-Komödie. Fantasy-Ding. So. Und dann kam Teil 2 mit unglaublich langgezogenen CGI-Effekt-lastigen Action-Szenen, die kein Ende zu nehmen scheint, wo Johnny Depp da in irgendeinem Rad rumläuft und dann das Rad immer von Klippe zu Klippe runterfällt. Finde ich ganz furchtbar, wenn Regisseure kein Ende in ihren Action-Szenen finden. Und so ähnlich war das hier bei Sherlock Holmes. Ich habe immer nur gedacht, wann ist denn das jetzt zu Ende? Ja. So, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Sherlock Holmes. Dann zweiter Teil gibt es, glaube ich, auch noch Sherlock Holmes, Spiel im Schatten oder gegen den Schatten. Keine Ahnung, werde ich nicht mehr gucken. Leute, Sherlock Holmes von 2009 erhält von mir 3 von 10 Kaffeebohnen und das ist noch wirklich gut gemeint.
Ja, okay, mehr kann ich dazu nicht sagen, Leute. Ich bin gespannt jetzt auf eure Kommentare. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich die ersten wieder um die Ecke und sagen, Sashi, also überhaupt keine Ahnung, Sherlock Holmes ist der größte Klassiker-Kultfilm von 2009. Der hat 36 Oscars und 44 Golden Globes gewonnen. Ja, aber vielleicht hat er auch 163 Himbeeren gekriegt. Wie heißt die? Ja, die schlechten Himbeeren. Goldene Himbeere, oder wie heißt das? Für den schlechtesten Film. Keine Ahnung. Es ist ja auch Schiedegol, wie viel Preise ein Film gewonnen hat. Wenn man den Film kacke findet, findet man ihn kacke. Ganz einfach. So, Leute, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Ich kann nur sagen, bleibt gesund und vor allem schaut Filme.